Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Watch Dogs und wir gucken mal, was wir alles so finden können, was wir alles so nehmen können. Hat schon mal ein bisschen geguckt und ja, machen wir es mit das, dass ein bisschen Geld reinkommt. Denn es gibt ja noch viel Scheiß, den wir uns kaufen können und ja, dafür brauchen wir Punkte. Jetzt haben wir noch drei und alles das, was es jetzt gibt. Ne, jetzt hätten wir bloß noch hier was. Da komm, sparen wir die. Gut, machen wir mal kurz die App und ja, finden die nächste Mission, denn da ist ja gleich einer. Ach nee, das war wieder das Rennen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Kann ich gucken, was hier ist? Okay. Na komm, ja, die Nebenmission. Oh, ist das ein Tesla? So ähnlich. Das ist ja ein ruhiges Fahren. Doch, doch, er wird schneller. Ich würde gerade sagen, ist nicht das Schnellste, aber näher kommt doch. Dauert ein bisschen. Ist vielleicht gerade die Temperatur, dass nicht ganz die ganze Leistung abrufen kann. Schönes Fahren, ganz ruhig. Oh, ist jetzt ein Silicon Valley. Liegt da eigentlich rum? Ist das ein Sch Wow. Ging nochmal gut. Sehr schön. Ich dachte, ich erfahre ihn. Überfahre ihn. Marcus, wir gewinnen immer mehr Follower. Das wird eine Reaktion von Blum geben. Unglaublich, dass die Leute die so mächtig werden lassen. Der ganze Science-Fiction-Kram, den wir als Kinder gelesen haben. Big Brother, oh. Gedankenkontrolle, Pre-Crime. Das gibt es doch jetzt alles. Dank Blum und ihrem CTOS. Diese Autoren sahen es vor Jahrzehnten voraus, doch niemand hörte auf sie. Alle lassen sie sich von diesen netten Unternehmensplattitüden und der makellosen Markenbildung blenden und erkennen das Ganze nicht als sozialen Trojaner. Es hilft auch nicht, dass CTOS die von ihnen versprochenen Funktionen erfüllt. Wir stellen uns gegen ein System, das den Menschen oberflächlich hilft, sie aber instrumentalisiert. Da kann man uns leicht als die Bösen darstellen. Eine Frage an dich. Wie viel Zugriff hat DedSec auf CTOS? In anderen Städten, als es noch CTOS 1.0 war, hatten wir viel. Aber leider waren wir zu sorglos. Wir haben den Zeitpunkt für eine große Aktion verpasst. Und 2.0, wir gehen als erste Gruppe dagegen vor. Daher hinken wir noch hinterher. Dieses Mal haben sie uns erwartet. Beim Gedanken, dass in irgendeinem Büro von Blum auf einem Whiteboard DedSec steht, wird mir ganz anders. Wir machen weiter, dann benutzen die nächstes Mal vielleicht den roten Stift. Okay. Klein, wir müssen noch kurz gucken, was das hier ist, was wir finden müssen. Denn, kleiner Moment, und da, wo bist du? Hilf, ich vermisse einen Roboter. Okay. Weitersuchen, weit entfernt, da 15 Meter. Ein taxifähiges Fahrzeug besorgen. Ja. Ist jetzt kein Taxi, aber bestimmt was taxifähiges. Wir müssen uns beeilen, mein Roboter ist weg. Mein Tag ist gerettet. Wo fangen wir an? Ich habe eine Spur, aber er verhält sich unberechenbar. Vielleicht will er mich blockieren. Was? Alles klar, finden wir ihn. Ich scanne nach seinem Übertragungssender. Damit können wir ihn aufspüren. Okay, wo wollen wir hin? Wo sollen wir hin? Ach nein, ich fahre total falsch. Hätte ich vorher mal das Dings aktiviert. Nummer 5 ist noch nie allein gewesen. Nummer 5? Ha, Nummer 5. Sie haben einen guten Filmgeschmack. Nicht auseinandernehmen. Wer in der Robotik arbeitet, braucht einen Sinn für Klassiker. Sein echter Name ist NS245. Tidus? Tidus. Fahren Sie um und ich suche ihn.
Spielt er etwa mit uns? Ich sehe ihn nicht. Suchen wir weiter. Suchen wir weiter, da war er nicht. Und, kleinen Moment, wo ist er? Da vorne. Nummer 5 ist so programmiert, dass er wie unser Gehirn lernt. Ein biologisches Nervensystem? KI der nächsten Generation, nicht wahr? Hey, Sie wissen gut Bescheid. Oh, ich weiß gut Bescheid. Und warum fahren Sie dann Taxi? So lerne ich eben. Fahren Sie um diese Zone. Okay, hier gibt's auch nichts. Nicht hier. Und dann bleibt nur noch dieser. Fahren wir zum nächsten Punkt. Cool. Das bedeutet, Nummer 5 lebt echt? Er ist lernfähig, aber leider nein. Seine Programmierung ist zielorientiert. Möglicherweise ist sein Ziel also, sich die Stadt anzusehen. Ganz allein? Nummer 5, wo bist du? Na, wo ist er denn? Wir haben ihn, sehr schön. Da ist er. Sie haben ihn, fantastisch! Und er ist noch nicht den Los Locos beigetreten. Aus dem zweiten Teil zitieren wir nicht. Mein Fehler. Okay, der zweite Teil war scheiße. Los Locos treten dir in den Arsch. Los Locos treten dir ins Gesicht. Los Locos treten dir in die Eier. Mann, das glaubst du nicht. Sehr schön. Gut. Haben sie auch freigeschalten oder geschafft? Nur fahren wir mal mit dem Motorrad, das ist ein bisschen wendiger und ja, klappt ein bisschen besser. Gut, kleiner Moment. Ach richtig, nochmal die App öffnen und zwar die diese App und fahren wir nach hier. Haben wir Geld bekommen? Oh, 47.000, wir müssen da mal wieder zum Dings, zum Headquarter, um uns da mit einer Waffe auszurüsten. So, da finden wir den nächsten Punkt, dann haben wir 4 und ich weiß gar nicht, können wir uns was kaufen für 4? Ha, cool. Okay. Da oben. Ich weiß nicht, ich versuche das mal mit unserem Flugding zu schnappen. Na. Ihr seht, ich komme nicht rein. Okay. Das funktioniert auch nicht. Tja. Jetzt stehe ich wieder da und... Das ist eine Kamera. Das... Ach was. Nee, halt. Wow. Sind aber weit. Müssen wir mal hinfahren? Da ist auch was zum kaputt machen. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Ich sehe aber auch wirklich gar nichts, wo ich sagen würde, Mensch. Gut. Ah, was ist das? Ne, das bringt uns auch nicht weiter. Das hilft uns auch nicht, das da auch nicht. Das auch nicht. Kamera. Wir gucken mal dahinter, da gab es ja was zu mitnehmen. Oh, noch ein Elektroauto, noch ein Elektrosportauto. Und das hinten wollte ich eigentlich haben.
Da ist auch noch Geld. Ach Leute, wie komme ich denn da wieder rein? Ist das hier eine Bank? Tata! Sind wir schon mal hier drin? Aber das, was wir brauchen, liegt hier nicht rum. Oder ist das der Geld? Gehen Sie bitte weiter, der Bereich ist Sperrgebiet. Okay. Ach, Leute! Na, nehm ich mal wieder mit. Okay, können jetzt fliehen. Haben das soweit geschafft und fahren gleich jetzt mal dahin. Dum. Das fällt ja auch so, wie das klingt. Macht es auch Spaß, damit zu fahren. Okay, hier ist wieder irgendwie. Das ist irgendwo hinten und da wird wieder. Warum ich das Auto immer so weit vorne stehen lasse und dann laufe, ich weiß es auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Hier hinten liegt Geld und grundsätzlich. Ach, hätte ich das letzte Stückchen auch fahren können. Nein. Okay, hör mir zu. Okay. Ja, na. Verdammt. Ernsthaft? Nein. Nein. Ernsthaft? Nein. Moment, stopp. Ei, hey. Ah. Himmel, verdammt. Was soll ich machen? Oh. Irgendwas ist hier los. Ach, Leute. Ich weiß gar nicht, warum uns wir schießen. Also, wir können doch gar nicht schießen. Also im Sinne von, wir machen Krach und schießen rum. Weil wir müssen ja sowas Leises. Na komm, schnell weg, ja. Gut, fahren wir wieder ein Stückchen weg und hoffen, dass uns die Polizei nicht findet. Okay, jetzt dürfen wir fliehen. Und hier in der Nähe, ach, da hinten ist es. Und fahren wir da hinten hin. Jetzt hier hoch. Und hier, da sind wir. Kommen wir da hoch? Nee, wir kommen nicht hoch. Nie im Leben. So sportlich sind wir doch nicht. Ah, zum Glück ist hier offen. Auch schön. Was hacken wir oder wen? Ah, ihn. Oh, nicht schießen. Okay, war's da schon? Ich habe einen neuen Robo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dix, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Karkani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht sehen. Guck mal, wir neue Follower gewonnen, also richtig viele. Naja, hätten mehr sein können.
Okay, ja. Habe ich das nicht gewählt? Doch, eigentlich schon, aber. Na gut, ich glaube, das kriege ich auch so hin. Hoffentlich. Tada! So funktioniert das. Haben wir ein bisschen Geld gewonnen. Und zwar war ich vorhin nicht schon mal hier. Kommt mir ein bisschen bekannt vor, ich bin mir nicht sicher. Aber auch nichts abgeschlossen. Kann einfach jeder dran. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Was machen wir jetzt? Achso, halt. Da hinten. Ach nee, da. Hallo? Skid! Was geht? Wer ist da? Yo, Bitch! Hier ist Bobo Dex! Ach du Scheiße! Ich bin ein Riesenfan, nimmst du mein Angebot an? Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch! Yep! Kann ich mal reinhören? Born and raised! Scheiße! Ist das krass! Dein bester Song, Mann! Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt's? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Wie läuft die Bezahlung? Bitte schon, der Kunde läuft nicht. Schon klar. Muss wissen, wie ich es überweisen soll. Ja, sieh nach! Ah, da. Die Kontonummer? Yep. Aha. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Nein. 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 Nein, 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 nein. Bobo ist King, Bitches. Fick dich. Fick dich. Wer zum Teufel bist du? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Fisch ab, Wichser. Sag mir, wer zum Geier du bist. Du bist tot. Du bist tot, das weißt du. Du bist so tot. 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 Du Wichser. Du Wichser. Du Wichser. Okay, ich glaube, der Mangus ist jetzt nicht mehr so. Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämie-Forschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Yo, wer war das? Was ist denn hier los? Warum kann ich sie nicht? Ich bin neugierig wegen deiner Poster. Die sind gut, echt gut. Wie Kunst. Scheiße, Mann. Die sind Kunst. Ich weiß nicht, Mann. Mit Street Art kenne ich mich gar nicht aus. Dann musst du wohl Mitschüler sein. What? Ich schicke dir einen Treffpunkt. Wir sehen uns da, wenn du ihn hacken kannst. Okay, wie kommen wir denn hier rein? Und da liegt Geld, ich möchte es gerne noch mitnehmen. Aber jetzt... Durch die Hecke kann ich nicht. Nein, Hecke ist unüberwindbar. Haus, Mauer, Garten. Ui. Da lief sie aber schön drin. Wow.
Zurück, das hier ist Sperrgebiet. Okay. So, jetzt sind wir drin. Ist hier noch einer? Nein, das ist irgendeiner. Hoffentlich schaffen wir das. Bam. Schön, 18.000. Jetzt müssen wir gucken, wie ich hier rauskomme, denn... Ja, ja, ich höre schon. Genau, haben jetzt Geld, können wieder raus und hier schaffen wir es drüber. Schön. Okay, ja, machen wir erstmal an der Stelle. Geld wegpacken, entkommen und... Ach, ich finde es immer nicht so schnell, wie es braucht. Das ist total krank. Sie mag auch nicht. Gut, können wir gehen und uns der nächsten Mission widmen. Machen wir erstmal an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch gefallen. Dürft es gerne abonnieren, kommentieren. Und selbstverständlich auch das nächste Mal mit dabei sein. Nicht vergessen, ein Däumchen nach oben zu geben. In diesem Sinne, dicken Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal, euer Crochi. Bye!